Die folgende Sendung wird präsentiert von Die Eifel, ganz besonders der kleine Ort Meckel, ist meine Heimat und in der Eifel fühlen wir uns wohl, ganz besonders auch, weil man dort noch den Eifeler Dialekt spricht, den auch unsere Kinder ganz besonders mögen. Und die Eifeler halten zusammen und sind eine große Gemeinschaft, das ist toll. Eifel ist Heimat. Herzlich willkommen so hier bei uns, liebe Zuschauer, an diesem Mittwoch, wo wir temperaturmäßig Gott sei Dank ein klein wenig durchatmen können. Aber die Hitze der letzten Tage wird uns auch in der heutigen Sendung beschäftigen. Hier der Themenüberblick. Stellenweise über 30 Grad. Auch Tiere und Pflanzen leiden unter den hohen Temperaturen. Gesellenprüfung bestanden. Schreinerinnung Westeifel ehrt seine Auszubildenden. Joghurt, Quark und Co. Mitmachkurs für Grundschulkinder in Irl. Eines der größten Feste in der Region, der Prümmersommer, ist gestartet. Ja, dazu, wie Sie es gewohnt sind, unsere Kurznachrichten und die Ausgetipps für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zu unserem ersten Thema für heute. Fast überall kletterten die Temperaturen in den letzten Tagen auf 30, mancherorts sogar auf 35 Grad. Das macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. Auch Tiere und Pflanzen leiden unter der Hitze und Trockenheit. Unsere Pflanzen benötigen jetzt eine besonders gute Pflege. Und für unsere Haustiere können die hohen Temperaturen sogar lebensgefährlich werden. Wir haben uns von Fachleuten erklären lassen, worauf man jetzt besonders achten soll. Die Gießkanne oder auch wahlweise der Gartenschlauch dürften am vergangenen Wochenende hier bei uns verstärkt zum Einsatz gekommen sein. Es ist schwer zu glauben, dass man bei einer so simplen und beiläufigen Aufgabe Fehler machen kann. Wichtig ist, dass man halt beim Gießen immer mal wieder den Topf wechselt, nicht immer direkt nur in einen Topf gießt, weil das Wasser gar nicht direkt bis unten hinkommt oder einfach nur durchläuft. Deswegen sollte man immer die Pflanzen wechseln, mal drei Pflanzen gießen, dann wieder bei der ersten Pflanze anfangen. Von unten wichtig, nicht über die Blätter. Der Nachteil bei den Blättern ist, das Wasser kommt nicht bei den Wurzeln an, wo es hinkommen soll. Und es können Verbrennungen entstehen oder auch Krankheiten wie Mehltau können sich auf den Blättern bilden. Das mit den Verbrennungen kommt übrigens zustande, weil die Wassertropfen wie eine Lupe das einfallende Licht bündeln und daher die Pflanze tatsächlich verbrennen können. Um so etwas zu verhindern, gibt es heutzutage natürlich jede Menge Erfindungen, die Mensch und auch Pflanze das Leben auf vielfältige Weise erleichtern können. Also es ist ein Perlschlauch, der gibt ganz langsam nach und nach das Wasser ab. Man spart sich einfach die Zeit zum Gießen. Der Wasserverlust ist viel geringer, der Boden hat Zeit, das Ganze aufzunehmen. Wenn man von Hand gießt, kommt immer sehr viel Wasser auf einmal aus dem Schlauch. Der Boden kann sich aufnehmen, weil es ja sehr trocken ist. Und bei dem Perlschlauch, der gibt es halt langsam ab und dadurch kann der Boden das Wasser auch wirklich aufnehmen. Der ein oder andere Rasen hier bei uns ist der Hitze der vergangenen Tage zum Opfer gefallen. Wer es also schön grün auf der Fläche haben will, der sollte jetzt gut zuhören. Also den Rasen sollte man auf keinen Fall zu kurz mähen. Lieber warten mit dem Mähen, bis was Niederschlag gekommen ist, noch ein bisschen Zuwachs kam. Einfach die Schnitthöhe nicht zu tief machen. Wichtig ist auch nichtsdestotrotz ein scharfer Rasenmäher, weil der dann sauber schneidet, die Schnittflächen werden kleiner, die Verdunstung wird dadurch geringer und der Rasen kann viel besser stehen. Wenn man den Rasen wirklich nicht zu kurz schneidet, dann muss man auch gar nicht beiwässern. Wenn man sehr kurz schneidet, muss man wässern, da kommt man nicht drum rum, sonst vertrocknet das Ganze, man muss neu anlegen. Damit also der Rasen schön fluffig und grün bleibt, einfach nicht ganz zu übertreiben mit der zentimetergenauen Rasen-Kurzhaarfrisur. Apropos Kurzhaarfrisur. Katzen und Hunde haben es bei hohen Temperaturen auch nicht gerade leicht. Hier in Kelberg treffen wir Tierärztin Sabine Bürgener. Sie hat gerade eine Katze als Patient. Die hat sich den Arm gebrochen. Nicht nur Hitzschläge werden gefährlich für Tiere im Sommer. Auch ein Problem, was in den Sommermonaten häufiger vorkommt. Autounfälle, weil die Tiere einfach draußen häufiger unterwegs sind. Und diese Freigängerkatze war jetzt 2 Tage verschwunden, kam eben nach Hause und hat leider eine Unterarmfraktur. Die haben wir jetzt gerade geröntgt und wenn das Röntgenbild das bestätigt, dann können wir das mit einem Gips wieder richten. Das Röntgenbild bestätigt den Verdacht. Es folgt ein Fieberglasverband. Zeit für uns, noch ein paar Antworten zum Thema Hitze zu bekommen. Fangen wir mal mit den Hunden an, weil die sind eher spezieller zu managen wie die Katze. Die Katze zieht sich in einen kühlen Raum zurück und kann da liegen und kommt nicht auf die Idee, draußen
größere Runden in der Sonne zu drehen. Einem Hund sollten Sie einfach grundsätzlich immer Zugang zu frischem Trinkwasser gewähren, das eben auch mal ein bisschen mehr als sonst. Und dann, wenn der Hund Spaß dran hat, auch mal eine Abkühlung im Bach oder im Mar, jetzt hier bei uns speziell in der Nähe, bietet sich ja regional an. OP-Termine, die in die heiße Zeit fallen und sich verschieben lassen, werden vorzugsweise auf kühlere Tage verschoben, weil hohe Temperaturen gerade für tierische Herzpatienten ganz schlecht sind. Weitere Tipps? Sollte der Besitzer einen Chow Chow, einen Eurasier, einen Neufundländer haben, dann versteht es sich eigentlich von selber, dass man mit dem Tier nicht bei 35 Grad draußen über die sonnigen Felder geht. Die Hunde haben ein extremes Risiko, einen Hitzestau und einen Hitzeschlag zu erleiden. Die fallen unterwegs um, die kollabieren mit einer Temperatur von 42 Grad erstaunlich schnell. Und müssen dann eben notfallmäßig hierher mit kalten Infusionen, kalten Güssen, kalten Tüchern in ziemlich schneller Zeit wieder auf Normaltemperatur gebracht werden, weil es ansonsten zu einem irreversiblen Herz- und Kreislaufversagen kommt. Und merke ich, wenn es meinem Tier schlecht geht? Wie sieht das dann aus? Also bei der Katze ist es so, eine nicht herzkranke Katze hechelt praktisch nie. Wenn eine Katze spontan anfängt zu hecheln, muss die nachgeschaut werden. Da ist oftmals dann irgendwas mit dem Herzen nicht in Ordnung. Bei beiden, also beim Hund, ist die Thermoregulation über das Hecheln geregelt und über das Schwitzen an den Füßen. Hunde und Katzen haben keine Schweißdrüsen am restlichen Körper, so wie wir, sondern nur an den Füßen. Und der Rest wird eben beim Hund dann über das Hecheln geregelt. Hecheln an sich ist also nichts Dramatisches, das muss der Hund tun. Wenn er ein Problem hat, dann ist die Atemfrequenz in der Ruhe zu hoch. Die sollte beim Hund, wenn der entspannt liegt und schläft, darf die Atemfrequenz nicht höher sein als 30 in der Minute. Dann ist wirklich ein Tierarztbesuch sehr zu empfehlen. Also immer Wasser bereithalten, gerne auch mal baden gehen und ein bisschen schauen, wie der Allgemeinzustand des Tieres ist, damit Ihnen an den ganz heißen Tagen, die sicher bald wieder kommen werden, ein Tierarztbesuch erspart bleibt. Ja, wenn man dem Wetterbericht für die kommenden Tage glauben darf, dann werden sich die Temperaturen hier bei uns wieder auf normale sommerliche 20 bis 25 Grad einpendeln. Und dann wird es auch für viele wieder erträglicher. Als Gesellenstück wird das im praktischen Teil einer Gesellenprüfung herzustellende Werkstück bezeichnet. Meist handelt es sich dabei um ein Möbelstück. Das entwirft der Prüfling selber und stellt es anschließend auch komplett alleine her. Die Präsentation des Gesellenstücks gehört dann mit Sicherheit zum Höhepunkt der Ausbildung bei den Schreinern und Tischlern. So am vergangenen Freitag, wo die Schreinerinnung hier bei uns ihre Auszubildenden in den Gesellenstand beförderte. Geschmeidig, edel und modern. So mutet der Schreibtisch von Melinda Gröbel an. Die junge Frau hat ihre Schreinerlehre erfolgreich zu Ende gebracht. Das Gesellenstück soll ihr nicht nur gute Noten bescheren, sondern auch anderweitig helfen. Die Idee hatte ich selber, weil ich jetzt auch bald anfangen möchte zu studieren. Und da dachte ich, ein Schreibtisch wäre ganz sinnvoll, weil ich dann auch ein bisschen mehr Platz brauche und auch wieder öfter am Schreibtisch sitzen werde. Und deswegen dachte ich, das wäre eine ganz sinnvolle Idee. Auch Gianluca ist mit seinem Gesellenstück mehr als zufrieden. Ja, mein anfänglicher Plan war es halt, ein Flurmöbel zu erstellen, wo man auch eine Verstaumöglichkeit noch hat und auch einen Sitzplatz hat. Und das Ganze wollte ich halt auch in Vollholz, also Massivholz, bauen, weil das mir einfach am meisten Spaß macht, auch mit Massivholz zu arbeiten. Ja, daraus ist dann die Idee entstanden. Ja, nach einigen Zeichnungen und einigen Vorarbeiten ist dann der fertige Plan rausgekommen, der dann dem Prüfungsausschuss auch vorgestellt wurde. Und ein Modell habe ich auch dazu gebaut. Ja, und dann ging es ans Bauen. Gianlucas Möbel ist so gut bei seinen Kollegen und Freunden angekommen, dass es gleich Bestellungen gab. Ja, da kamen schon ein paar zu mir und haben auch gesagt, dass sie genau so ein Stück auch haben wollen. Da müssen wir mal gucken, was sich da machen lässt. Melinda und Gianluca haben sich erfolgreich geschlagen. In diesem Jahr gibt es aber generell sehr wenige erfolgreiche Gesellen. Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden. Mit der Quantität bin ich nicht ganz so glücklich. Wir haben dieses Jahr nur 11 Prüflinge. Meistens sind es in den Jahren jetzt so um die 20. Wäre natürlich
es wird auch in den kommenden Jahren wieder so sein, die Klassen sind so groß. Der Facharbeitermangel ist ein Thema, was jeden, der einen Handwerker braucht, berührt. Wenn hier die jungen Leute nicht nachkommen, dann ist das der Weg dahin, dass das sich noch verschlimmert. Dem Handwerk sagt man schlechte Azubi-Zahlen, aber gleichzeitig auch goldenen Boden nach. Ja, das wird jetzt in den nächsten Jahren richtig goldener Boden werden. Ich glaube, da sind die Chancen für Jugendliche sehr groß, später viel Geld zu verdienen, weil ganz, ganz wenige Leute nur noch gehen. Im Handwerk arbeiten, viele gehen studieren. Aber ich glaube, da wird das Lohngefüge sich ganz schön anziehen noch. Melinda kann Mut machen. Als weibliche Handwerkerin muss Frau sich nicht fürchten. Ich hatte am Anfang Angst, dass ich vielleicht nicht ganz so gut akzeptiert werde, aber das war gar nicht so. Meine Angst war total unbegründet. Ich wurde super aufgenommen und ja, alle waren mega freundlich und auch hilfsbereit, wenn ich mal ein bisschen zu schwach war für ein paar Platten oder sowas. Also man braucht da als Frau auch keine Angst zu haben. Bei der Verleihung der Zeugnisse gab es auch einen Sonderpreis für Gianluca und einen Publikumspreis der Sparkasse für Nils Schiffmann. Ich habe gedacht, als wir hier die Gesellenstücke aufgebaut haben, hier sind schon wirklich tolle Stücke, zum Beispiel das Bett oder die Bank auch. Ja, also ich bin echt überrascht. Eine Freude für den jungen Mann und auch eine Win-Win-Situation für die Sparkasse. Ja, traditionell sind Sparkasse und Handwerk eng verbunden. Die Sparkasse ist im Bereich des Handwerks, haben wir unsere Kunden, gerade hier in der Region haben wir ein unheimlich starkes Handwerk. Insofern für uns eine ganz klare Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Räume zur Verfügung stellen, damit die jungen Gesellen auch ihre Stücke ausstellen können, zeigen können. Sie sind ja stolz auf das, was sie geschaffen haben. Und hier kommen jeden Tag Hunderte von Menschen rein, schauen sich die Möbel an, sind begeistert, was natürlich auch für uns einen Mehrwert dasteht, dass wir einfach hier ein bisschen Leben auch im Kundenzentrum haben. Das Ende des einen ist der Anfang des anderen. Belinda ist jetzt nach ihrer Ausbildung gewappnet für ein Studium der Architektur. Sie ist sich sicher, dass ihre praktische Ausbildung im Vorfeld des Studiums die beste Entscheidung war. Ja, parallel zur Veranstaltung in Bitburg gab es die Zeugnisse auch in Prüm und in Daun. Die Schreinerinnung verfügt jetzt über insgesamt 40 neue Gesellen. Und im kommenden Jahr sollen es sogar noch mehr werden. Mehr aus der Region gibt es jetzt in unseren Kurznachrichten und den Veranstaltungstipps. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Damit sich ganz Bitburg mit dem bevorstehenden europäischen Folklore-Festival identifiziert, wäre es nach Ansicht der Organisatoren zu begrüßen, wenn sich auch in den Schaufenstern der Bitburger Geschäftswelt das Thema der Völkerverständigung und der internationalen Folklore wiederfinden würde. Interessierte Geschäftsleute, die ihre Schaufenster aus Anlass des diesjährigen Folklore-Festivals besonders gestalten möchten, können sich bei der Stadtverwaltung Bitburg entsprechende Dekomaterialien abholen. Sie waren wieder unterwegs, die Radfahrer und Radfahrerinnen der Fairplay-Tour. Am vergangenen Freitag hatten sie auch einen kurzen Stopp in Gerolstein gemacht. Die Fairplay-Tour fand bereits zum 21. Mal statt und ist eine groß angelegte Spendenaktion. Die Tour wird in Kooperation von 40 Schulen aus der Großregion und dem Eurosport-Pool gemeinsam mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz und der Europäischen Akademie des rheinland-pfälzischen Sports ausgerichtet. Das Ziel war Trier. Das gesammelte Spendengeld konnte schon bald nach Zielankunft dem Land Rheinland-Pfalz und der Deutschen Welthungerhilfe für Entwicklungshilfeprojekte vorwiegend in Ruanda bereitgestellt werden. Mit Infoständen stehen ab dem 7. Juli ausgebildete Natur- und Geoparkführer an diversen Hotspots des Natur- und UNESCO-Global-Geoparks Vulkaneifel bereit, um Fragen der Besucher zu beantworten. Zum Auftakt befinden sich die Infostände auf dem Maarsattel sowie am Meerfelder Maar bei Meerfeld. Die Josefsgesellschaft aus Köln hat einen Großteil der Anteile am Prümmer Krankenhaus übernommen und ist seit vergangener Woche neuer Eigentümer der Klinik. Minderheitsanteile hält noch der Diözesan-Caritas-Verband für das Bistum Aachen. Die Arbeitsplätze am Prümmer Krankenhaus, so der neue Träger, seien sicher. Die Josefsgesellschaft ist ein katholischer Träger von mehreren Krankenhäusern, Altersheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 7.000 Mitarbeiter. Soweit die Kurznachrichten für heute. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von Outdoor Würfs.
Am Donnerstag, den 4. Juli, spielen The Bombshells ein Konzert auf dem Prümmer Sommer. Mit neuen Ohrwürmern der Rock- und Popkultur animieren sie ihr Publikum zum Mitmachen, denn nur ein tobender Mob ist ein guter Mob. Beginn ist um 19.30 Uhr. Unter dem Motto Gemeinsamkeit macht stark feiert die Volksbank Rheinereifel am Donnerstag, den 4. Juli, den Tag des Mitglieds. Alle Mitglieder der Genossenschaftsbank sind herzlich zu Kaffee und Kuchen in die Geschäftsstellen der Bank eingeladen. Gerolstein swingt und jazzt beim Dixie City Jazz Festival vom 5. bis 7. Juli. Namhafte Jazzmusiker aus ganz Deutschland präsentieren an drei Tagen ihre Musik in der Gerolsteiner Innenstadt. Zeitgleich findet außerdem ein Streetfood-Festival und ein verkaufsoffener Sonntag statt. Beginn ist Freitag um 18 Uhr. Im Rahmen der Klassiker auf dem Vulkan findet am Freitag, den 5. Juli, eine spanische Nacht am Gemündener Mar statt. Ein Kollektiv von spanischen Künstlern entführt das Publikum in das Land mitreißender Rhythmen, temperamentvoller Flamenco-Tänzer und feuriger Leidenschaft. Beginn ist um 18.30 Uhr. Rob van der Ley ist Künstler, Autor und Menschenfreund. Er nennt sich selbst Lebensmaler. Seine neue Kunstausstellung wird am Sonntag, den 7. Juli, im Studio B&C in Hillesheim veröffentlicht. Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Gerolsteiner Brunnen lädt ab Montag, den 15. Juli, zur Themenwoche in das firmeneigene Besucherzentrum ein. Besucher der Führung erhalten Einblicke in die Abfüllung von Deutschlands beliebtesten Mineralwasser. Die Führungen finden täglich um 9 Uhr und um 12 Uhr statt. Soweit die Veranstaltungstipps für die kommende Woche. Nach den Eifel-Kochstars kommen die Eifel-Jobstars. In der Eifel kann man nicht nur gut essen, sondern auch gut arbeiten. Es gibt so viele tolle Ausbildungen, aber was machen die da eigentlich? Nun, wir haben reingeschaut. Zusammen mit vier Schülern aus der Region blicken wir hinter die Kulissen von vier bekannten mittelständischen Eifler Unternehmen und stellen alle wichtigen Fragen rund um Arbeit und Ausbildung. Seien Sie dabei und blicken Sie mit uns zusammen in die Betriebe. Die Eifel Jobstars präsentieren sich am 23. Juni immer sonntags ab 17 Uhr. Auf O7TV. Du bist Schüler, Student oder auf der Suche nach deinem wahren Traumjob? Du bist freundlich, kommunikativ und ein wahrer Teamplayer? Du hast am 22.08.2019 zufällig noch nichts vor? Dann komm doch vorbei zu unserem Ausbildungsabend in der Kreissparkasse Wittburg-Brüm. Hier kannst du dich umfangreich über eine Ausbildung oder ein duales Studium bei uns im Hause informieren. Du erhältst einen hautnahen Einblick in den Berufsalltag eines Bankkaufmanns, einer Bankkauffrau. Wie man sich anmeldet? Ganz einfach. Diesem Link folgen und einfach zu uns kommen. Wir freuen uns auf dich. Selbstgemachter Joghurt und Quark. Das ist Natur pur. Und das Beste, wenn man es selbst macht, dann weiß man auch genau, was drin ist. Ganz im Gegenteil zu den industriell hergestellten Produkten, die uns massenweise in den Kühlregalen der Supermärkte begegnen. Aber wie macht man Joghurt und Quark eigentlich selbst? Dazu gab es in dieser Woche einen Mitmachkurs für Grundschulkinder, zu dem das Caritas-Haus der Begegnung zusammen mit den Neuerburger Landfrauen nach Irl eingeladen hatten. Und dort wurde dann geschnippelt, gerührt und gekocht. Joghurt, Quark und Co. sind lecker. Und erst recht, wenn man damit backt und kocht. Hände waschen. Das ist das oberste Gebot. Das wissen auch schon die 6- bis 10-jährigen Jungköche hier im Caritas-Haus der Begegnung in Irl. Als nächstes wird das Obst gewaschen, denn heute stehen leckere Apfelschnecken auf dem Plan. Die werden nämlich mit Schmand gemacht, der natürlich zur Gruppe der Milchprodukte gehört, mit denen heute kulinarisch ein wenig experimentiert werden soll. Ja, ist natürlich gut für die Knochen, gerade für das Wachstum sehr wichtig, dass Kinder Milch zu sich nehmen. In dem Teig für die Schnecken ist auch Quark drin. Und Mehl und Zucker und Backpulver und noch ein paar andere wichtige Zutaten, die die Kinder hier auffällig brav und aufmerksam in die Schüssel geben. Jeder darf mal ran und helfen. Kinder und Kochen, das passt im Allgemeinen sehr gut zusammen, auch wenn das zu Hause unterschiedlich gehandhabt wird. Wir haben Kinder dabei, die kaum Mahlzeiten zusammen mit der Familie einnehmen und andere, die, für die ist das ganz normal. Und Mittagsessen ist ja nicht unbedingt bei jedem Haushalt mehr gegeben. Die müssen dann abends oder wann Zeit ist. Manchmal gehen die Leute Schicht arbeiten und je wichtiger ist es ja auch, dass die Kinder wissen, was gute Ernährung bedeutet.
Zu einer guten Ernährung gehören zweifelsohne ein paar Äpfel dazu, die zuvor von den Kindern geschnitten und gerieben werden müssen. Hier im Kochkurs geht es nicht alleine nur um Rezepte, sondern auch um das Ganze drumherum, also um Hygiene. Es geht um Geschicklichkeit beim Schneiden und Schnibbeln und auch, dass man beim Einkaufen des Obstes bereits auf solche Dinge wie Plastiktüten zum Beispiel verzichten kann, wenn man etwas mitdenkt. Was die Kinder hier aber auch lernen, ist Kreativität, die beim Kochen keinesfalls zu kurz kommt. Grundsätzlich kann man ja auch bei allen Gerichten etwas abwandeln. In vielen Gerichten ist halt auch Zucker drin, wo man dann halt eben mal mit Honig arbeiten kann oder auch eben abwandelt, was man halt nicht so mag. Wir hatten ja auch Kinder, die nicht so gern die Zitrone hatten, dann lässt man das halt mal ein bisschen weg. Dass man dieses stur nach dem Rezept kochen, muss ja auch nicht sein. Man kann dann ein bisschen abwandeln, was einem dann lieber ist. Oder das Obst austauschen. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Für Ricotta gibt es auch jede Menge Einsatzmöglichkeiten, wie etwa in einer feinen Gemüse-Nudelsoße. Und die schmeckt dann auch, genauso wie die kleinen Apfelschnecken. Das Größte beim Kochen ist neben dem Ergebnis übrigens die ganze Schaffenszeit davor. Ich mach mir die direkt in die Brote. Es waren hier Kinder dabei, die sich gar nicht gekannt haben. Und trotzdem haben sie sich nachher in den Arm genommen, dieses zusammen etwas machen und dann schmeckt es gut. Und ja, das ist, glaube ich, das Schönste bei der ganzen Sache. Wer jetzt auch mal mit Freunden und bald Freunden zusammen kochen und essen möchte, das Caritas-Haus der Begegnung in Irrel bietet auch Kochkurse für Erwachsene an. Der nächste findet am 27. August statt. Dann geht es voraussichtlich um gesundes Essen für unterwegs. Ja, ich bin sicher, da werden jetzt einige Mütter zu Hause staunen, was ihre Kinder an praktischem Wissen um das Thema gesunde Ernährung dazugelernt haben. In unserem letzten Beitrag für heute blicken wir nach Prüm, wo am vergangenen Sonntag der mittlerweile schon legendäre Prümmer Sommer gestartet ist. Die Kultveranstaltung in der Abteistadt gehört ja zu den größten Veranstaltungen in der Region und konnte in diesem Jahr endlich wieder einen Startsonntag präsentieren, wie man ihn aus früheren Zeiten ja noch kennt. Der Grund? Die Großbaustelle am Hahnplatz ist abgeschlossen und der Platz konnte so wieder mit Programm und Attraktionen gestaltet werden. Bicke Backe voll war sie, die Stadt. Die Leute drängten sich in die Innenstadt. Endlich konnte der Hahnplatz wieder in vollem Umfang genutzt werden. Natürlich gab es am Sonntag auch schon gleich Live-Musik auf der Bühne, aber auch sonst gab es viel zu gucken. Der verkaufsoffene Sonntag trieb tausende Menschen nach Prüm zum Oldtimer-Korso. Und bei dem wurden nicht nur die Prümmer glücklich. Anfang 60er Jahren würde ich jetzt mal schätzen. Traumhaft. Ich muss sagen, ich komme aus Köln-Rodenkirchen. Wir haben natürlich auch viele Oldtimer-Paraden. Und ich bin Altprümmer, bald wieder Neuprümmer. Ab 1. September ziehen wir die hin. Und wir sind heute nur hingekommen, um uns diese tolle Parade mal anzuschauen, die ja wirklich sensationell gut war. Für viele ist ein Oldtimer-Korso eine gern gesehene Gelegenheit, das alte Schätzchen mal auszufahren. Ja, es ist so, dass also viele Leute aus der Region, die so ein altes Auto noch irgendwo als Schätzchen stehen haben, dann bei schönem Wetter es auspacken und dann hier zu uns zum Prümmer Sommer kommen, um dann hier das Fahrzeug dann auch den Gästen zu präsentieren. Es ist teilweise bei den alten Autos auch schwierig, damit jetzt weit durch die Gegend zu fahren. Das ist immer schon mal was anfällig und so nimmt man das zu einem Ausfahrt an einem Sonntag bei schönem Wetter. Schönes Wetter, ja, das ist für viele relativ. Mit den hohen Temperaturen hatten die einen oder anderen ganz schön zu kämpfen. Hier geht es, aber auf der Fahrt hier hin und nachher nach Hause ist es grenzwertig. Von unten, von oben, von allen Seiten 60 Grad, gefühlt 80. Aber wir lieben es. Liebe, ja, das ist genau das Wort, das viele benutzen oder fühlen, wenn es um Autos geht. Als Junge ist man ja immer Autoverrückt. Man hat ihn als Kind mit Autos gespielt und hat dann das irgendwie noch weiter getragen. Die Vielzahl der Modelle, die es da gibt, ja, ist einfach toll, sich damit zu beschäftigen. Die Formen der Autos, der Sound, die Maschinen, der Benzingeruch. Das steckt in einem drin oder nicht in einem drin. Das ist schon schön. Gucken und schlendern und schlemmen und schöne Erinnerungen sammeln, das konnte man hier gut bei der Eröffnung des Prümmer Sommers. Aber da kommt ja noch was in den kommenden Wochen. Die legendären Donnerstage, wo ich auch noch mal einen moderieren darf. Da freue ich mich einfach drauf. Da trifft man Freunde, Bekannte. Alle haben ihren Spaß. Super Bands. Prümmer Sommer ist für mich immer eins der Highlights im Kalender. Was es alles zu erleben und zu gucken gibt, darüber kann man sich auf der Homepage des Prümmer Sommers informieren.
Ja, und schon morgen am Donnerstag geht es in Prüm weiter. Dann tritt die Band The Bombshells auf der großen Bühne am Prümmer Sommerplatz auf. Das war hier bei uns für diese Woche. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie am kommenden Mittwoch wie immer ab 17 Uhr wieder dabei sind und wünsche Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie's gut.